Dann kommen wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Das ist der Tagesordnungspunkt 64. Antrag Aktuelle Stunde Fraktion Die Linke. Nein zur Aufrüstung. Hessen soll im Bundesrat das Bundeswehr-Sondervermögen ablehnen. Wort hat der Kollege Jan Schalauske. Ja, auch Hessen wirkt an der Willensbildung mit. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands gegen die Ukraine ist ein Verbrechen, das ungeheures Leid über die Menschen in der Region bringt. Die Auflage eines 100 Milliarden schweren Sondervermögens für das deutsche Militär ist allerdings die falsche Antwort auf diesen schrecklichen Krieg. Eine massive Hochrüstung der Bundeswehr hätte keinen Einfluss auf den Krieg in der Ukraine. Sie hilft den Menschen dort auch nicht. Schon jetzt geben die NATO-Staaten fast 20-mal mehr aus für die Rüstung als Russland. Und auch das konnte den russischen Angriffskrieg nicht verhindern. Wie kommt man eigentlich darauf, dass noch mehr Geld für das deutsche Militär daran irgendetwas ändern sollte? Wie viel soll denn aufgerüstet werden, um einer Atommacht die Stirn zu bieten? Wer glaubt, dass Wettrüsten hier zur Entspannung der Lage beiträgt, der ist einfach im Irrtum. Was die Aufrüstung aber macht, sie ist ein großes Konjunkturprogramm für die Rüstungsindustrie. Bei den Konzernen knallen die Sektkorken, die Aktienkurse gehen durch die Decke. Allein bei Rheinmetall haben sich die Aktienkurse und die Umsatzerwartung mehr als verdoppelt. Und da sage ich klar, das machen wir nicht mit, das wollen wir nicht. Und bereits heute, das wird ja oft verschwiegen in der Debatte, gibt Deutschland 50 Milliarden für die Rüstung aus. Eine Steigerung der Mittel für das Militär von über 40% seit 2014. Bei den Rüstungsausgaben liegen wir mittlerweile auf einer Ebene mit Frankreich und England. Die Behauptung, die Bundeswehr, die wäre in den vergangenen Jahren kaputtgespart worden, die trägt doch nicht, die ist nichts anderes als ein Mythos, meine Damen und Herren. Und das Bild, das manchmal gezeichnet wird, ja, da geht es um warme Wäsche für die Truppe, da geht es um die einfachste Ausrüstung für die Soldatinnen und Soldaten, das ist doch auch nicht ganz richtig. Es geht um bewaffnete Drohnen, es geht um Kampfflugzeuge, es geht um atomwaffenfähige Tarnkappenbomber, und all das droht, eine neue Spirale der Aufrüstung in Gang zu setzen. Und die offenkundigen Probleme bei der Aufrüstung der Bundeswehr, die liegen doch nicht am fehlenden Geld. In den letzten Jahren ist so viel Geld in die Taschen von den dubiosen Beraterfirmen geflossen. Und wer die Ausrüstung der Bundeswehr verbessern will, der könnte doch einmal auf die Idee kommen, am Beschaffungswesen etwas zu ändern, statt einfach immer nur mit mehr Geld zu werfen. Denn die pauschale Bereitstellung von 100 Milliarden €, die wird doch nicht gerade zu einem effizienteren Mitteleinsatz führen. Hier ist doch klar auf der Hand, dass die Rüstungsindustrie die Gunst der Stunde nutzen wird, um hohe Preise aufzurufen, zum Nachteil für die öffentliche Hand. Das, meine Damen und Herren, hat mit einem soliden Umgang mit Finanzen aber überhaupt nichts zu tun. Und da ja auch eingefordert wurde, wir sind hier im Hessischen Landtag, dann lassen Sie uns doch noch einmal über die Schwenks von Parteien bei den Themen Sondervermögen reden. Nehmen wir einmal die CDU im Bund. Während man bei Klimaschutz und Transformation noch ohne Weiteres bereit war, gegen Sonderhaushalte zu klagen, verhandelt man jetzt bei der Bundeswehr sogar über eine gemeinsame Grundgesetzänderung mit der Ampelregierung. Und ich erinnere mich noch ganz gut an die letzten Jahre hier im Hessischen Landtag, wo SPD und FDP das Corona-Sondervermögen erbittert abgelehnt haben, auch wegen des Jährlichkeitsprinzips des Haushalts. Und jetzt unterstützen Sie ein Sondervermögen im Bund von 100 Milliarden €, verankert auch noch im Grundgesetz, das nichts anderes ist als ein Widerspruch zum Demokratieprinzip bei der Haushaltsführung. Das, meine Damen und Herren, das müssen Sie wirklich einmal erklären. Und am Ende steht doch eine ganz entscheidende Frage. Statt die nächsten
Jahre zu einem Jahrzehnt von überteuerter Hochrüstung werden zu lassen, sollte die Bundesrepublik sich besser für humanitäre Hilfe für die Ukraine, für Wiederaufbau und für einen sofortigen Schuldenschnitt für das Land einsetzen. Und was könnten wir auch hierzulande alles mit den 100 Milliarden machen? Die Mittel würden reichen, um Schulen zu sanieren, um in Krankenhäuser zu investieren und marode Brücken wieder instand zu setzen. Oder ein Sondervermögen für die Energiewende anzulegen. Das wäre gut für das Klima, und es würde uns helfen, wirklich unabhängig von Autokraten zu werden, egal welcher Couleur. Und auch das ist dringend notwendig, meine Damen und Herren. Am Ende, es gibt sicher mehr als 100 Ideen, was wir Besseres mit 100 Milliarden Euro anfangen können. Ja, wir brauchen eine Zeitenwende, aber keine Zeitenwende für Aufrüstung, sondern eine für soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Und deswegen sollte das Land Hessen die Verankerung dieses Sondervermögens im Grundgesetz im Bundesrat ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Jetzt hat das Wort der Kollege Volker Richter, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vorausgeschickt sei gesagt, dass DIE LINKE mitverantwortlich dafür ist, dass unsere Bundeswehr in einem solch desolanten Zustand ist und versucht, sich jetzt hier bei der Bevölkerung als Friedensengel darzustellen, um ihren völlig berechtigten Abstieg bei der Wählergunst zu beenden. Die Wahrheit ist allerdings eine andere. Die Partei DIE LINKE ist eben kein Friedensengel und auch kein Schützer der Demokratie. DIE LINKE trägt tatsächlich eher zu einer erheblichen Destabilisierung des inneren Friedens in unserem Land bei. Denn sie hat keinerlei Probleme damit, sich mit linksradikalen Kräften gemein zu machen und sie sogar zu fördern im Kampf gegen den politischen Wettbewerber, sind da dann wohl schon eher alle finanziellen Mittel recht, wenn sie sie kriegen könnten. Weshalb eine Ablehnung der 100 Milliarden Sondervermögen im Bund dennoch zwingend notwendig ist, da diese 100 Milliarden selbstverständlich die Steuerzahler weiter erheblich belasten und die Politik im Bund genauso fehlerhaft ist wie die der Hessischen Landesregierung beim 12 Milliarden Sondervermögen. Und im Bund kommt hinzu, dass man jahrzehntelanges Unvermögen damit versucht, auf Kosten der Bürger zu vertuschen. Was aber nicht gegen eine vernünftige, zielgerichtete und gut geplante Aufarbeitung der Vergangenheit spricht und damit auch einen neuen Aufbau der Bundeswehr zum Schutz unseres Landes ermöglicht. Wenn es allerdings um Sondervermögen geht, gibt sich von Ihnen allen wirklich keiner was. Herr Schalauske, Sie haben es eben klargemacht, 100 Milliarden für irgendwas anderes, gar kein Problem. Also, kein Gedanke wurde daran verschwendet, wer das alles in Zukunft eigentlich verdienen soll. Oder wie die Inflation die Menschen in unserem Land Stück für Stück verarmen lässt. Viele tolle Worte dazu gehört, aber Sie sind die Verursacher davon. Das ist Ihnen, wie es den Menschen geht, am Ende des Tages, meine Damen und Herren, tatsächlich völlig egal. Und das erkennt man auch deutlich am Umgang von SPD und FDP im Hessischen Landtag beim Sondervermögen. Es hat schon etwas für sich, wenn Sie das Sondervermögen mit durchaus guten Argumenten im Land Hessen ablehnen, während FDP und SPD im Bund ein solches massiv vorwärtstreiben. Gewisse Schizophrenie ist hier zu finden. An diesem Punkt muss sich auch die Bundesregierung fragen, wie und wer ihre Ideologien der politischen Kräfte am Ende eigentlich bezahlen soll und weshalb eine darauf später basierende Umverteilung Gesundheit immer von unten nach oben und nicht umgekehrt stattfindet. Übrigens, Herr Schalauske, das ist auch bei den LINKEN so. Sie versuchen, es anders darzustellen. Aber auch die LINKEN können am Ende des Tages nur auf die Leistungsträger der Gesellschaft zurückgreifen, die immer alles finanzieren müssen. Und diese Zahlen in unserem Land sowohl nach unten, das nennt man soziale Gerechtigkeit, hat in gewissen Maßen auch seinen Sinn, aber sie zahlen auch nach oben, da viele Großunternehmen sich ihrer sozialen Verpflichtung schlicht entziehen. Und da hier das große Wort auf die EU geschworen wurde, sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, gucken Sie sich die Billionen an Steuerverschwendungen an in der EU und was dort an Steuergeldern auch nicht gezahlt wird, das fehlt in unserem Land. Wenn Sie also die EU so hoch loben, muss Ihnen auch klar sein, dass dort große Konzerne schlicht und einfach sich ihrer Steuern in unserem Land entledigen können. Und daraus geht hervor, meine Damen und Herren, weil Sie sind ja auch große Verfechter der EU, die wirklich unsozialste Partei im Hessischen Landtag ist schlicht und einfach DIE LINKE.
Wichtig wiederum ist, dass wir als Alternative für Deutschland seit 2013 den Abbau der Wehrfähigkeit, nicht allein der Verteidigungsfähigkeit, auch der Wehrfähigkeit unseres Landes kritisiert haben. Und wir waren und sind weiterhin der festen Überzeugung, dass ein Land in der Versorgung so autark als möglich sein muss, um eben nicht aufgrund von Abhängigkeiten mit sich Schlitten fahren zu lassen. Das hat auch etwas mit Bildung zu tun und hat auch etwas mit Forschung zu tun, sei an die Grünen gesagt. Denn daraus resultiert auch das Problem, was wir heute haben, und nicht nur auf das, worauf Sie vorhin referiert haben. Dass man allerdings nun seitens der GRÜNEN in Berlin eine Rüstungsspirale kurzfristig antreiben möchte, was man vor den Wahlen bei Ihnen wahrscheinlich nicht erwarten konnte, muss den Wählern schon zu bedenken geben. Die GRÜNEN sind das zweite Mal in Regierungsverantwortung in Deutschland, und das zweite Mal ist in Europa Krieg. Meine Damen und Herren, während nun also auf die Schnelle, und damit höre ich auf, 100 Milliarden für die Rüstung zu, ich finde es nicht lustig, wenn Menschen sterben. Während nun also auf die Schnelle 100, Herr Minister, wenn Menschen sterben, ist das nicht zu lachen. Während nun also auf die Schnelle 100 Milliarden für die Rüstung zur Verfügung stehen, müssen Sie sich und die geneigten Bürger natürlich auch mal fragen, wieso haben Sie dieses Geld nicht wirklich auch in größeren Entlastungspaketen der Gestalt, dass Steuern gesenkt werden, sodass die Bürger diese Belastung nicht weiter tragen müssen. Aber für die Bürger unseres Landes haben Sie in der Tat, auch bei den schönen Worten, die Sie halten, nichts übrig. Sie haben nichts für Sie übrig. Sie verteilen das Geld von unseren Bürgern in der ganzen Welt, und die eigenen Bürger bekommen davon nichts. Und deswegen lehnen wir die 100 Milliarden auch ab, weil unsere Bürger nicht noch mehr Steuern aufbringen können. Das ist völlig unmöglich. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Miriam Dahlke, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Miriam, bitte. Wissen Sie, Herr Richter, man kann die Wählerinnen und Wähler nur beglückwünschen in Schleswig-Holstein. Also Herr Präsident, nein zur Aufrüstung. Hessen soll im Bundesrat das Bundeswehr-Sondervermögen ablehnen. Nein, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das sollte Hessen nicht. Wladimir Putin hat das Völkerrecht eklatant gebrochen und die demokratische und souveräne Ukraine überfallen. Er zieht eine brutale Spur von Gräueltaten durch das Land, für die stellvertretend Namen wie Mariupol, Butscha oder Kramatorsk stehen. Überall dort und in der gesamten Ukraine wurden Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollten, von diesem völlig sinnlosen und unmenschlichen Angriffskrieg erschüttert. Dieser Überfall Putins auf die Ukraine ist eine Zäsur für die europäische Friedensordnung, und er ist auch kein Ausdruck von Stärke, sondern von Angst vor unseren gemeinsamen europäischen Werten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und ganz klar ist auch, dieser brutale Angriffskrieg hat unsere Welt verändert. Das ist die Wirklichkeit, in der Bundeskanzler Olaf Scholz das 100 Milliarden schwere Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt hat. Und das war schon eine historische Bundestagssitzung am Sonntag direkt nach Kriegsbeginn. Mittlerweile liegen die Gesetzestexte vor, und wir können nachlesen, Deutschland soll mit diesem Sondervermögen mittel- und langfristig in die Lage versetzt werden, den Beitrag zu erbringen, der im Rahmen der Verteidigung des NATO-Bündnisses erforderlich ist. Und natürlich ist Sicherheit nicht nur Militär, sondern es ist viel mehr als das. Ja? Deswegen ist es auch richtig, den Sicherheitsbegriff, wie die Ampel das ja auch tut, im regulären Haushalt auszuweiten auf Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, zivile Krisenprävention und natürlich Diplomatie. Aber mit Blick auf das in der Verfassung festgeschriebene Ziel der konventionellen Landes- und Bündnisverteidigung wurden in den letzten Jahren Lücken gerissen, die Deutschland nun gezielt schließen muss, und dazu wird das Sondervermögen eingerichtet. Und man muss es leider sagen, am 24. Februar sind wir in einer anderen Welt aufgewacht, aber die Partei DIE LINKE ist liegen geblieben. Herr Schalauske, Sie haben sich eben hier sehr klar gegen Aufrüstung und gegen Waffen ausgesprochen. Aber wir sind uns doch einig, dass Putin diesen brutalen Krieg nicht gewinnen darf. Denn das würde heißen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Freiheit und ihre Menschenwürde verlieren.
Und jede von uns will doch, dass dieser furchtbare Krieg endlich sofort aufhört. Aber weniger Waffen bedeuten in diesem Krieg nicht mehr Frieden. Falsche Zurückhaltung, die Putins Kalkül nichts, aber auch gar nichts entgegensetzt, hilft einfach nicht weiter. Und wer verhindern will, dass Russland den Krieg ausweitet und immer mehr Städte dem Erdboden gleichgemacht werden, wie Mariupol, der muss die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung unterstützen. Denn der mutige Widerstand ist gerade das Einzige, was Putin aufhält, noch mehr und noch brutaler vorzugehen. Am Dienstag habe ich einen CDU-Bundestagsabgeordneten in HR Info gehört, der auf die große Einigkeit zwischen den Ampelparteien und der CDU-CSU-Fraktion in dieser Frage angesprochen worden ist. Und er hat gesagt, die Einigkeit sei in Krisenzeiten oder in Kriegszeiten auch notwendig. Und sie ist notwendig, und sie ist auch ein starkes Zeichen der Solidarität von uns mit der Ukraine. Und wir sind über diese Geschlossenheit auf Bundesebene bei diesem Punkt dankbar. Wir brauchen nämlich keine Machtspielchen auf Kosten der Menschen in der Ukraine, sondern ein Deutschland, das sich klar zu seiner Verantwortung in Europa und als NATO-Bündnispartner bekennt. Und da will ich jetzt noch einmal ein Zitat von Robert Habeck bringen, der sinngemäß gesagt hat, Pazifismus heißt nicht, heißt, dass ich die Haltung habe, dass von mir keine Aggression ausgeht. Pazifismus heißt aber nicht, dass wir andere sterben lassen, weil wir nicht bereit sind, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Und unsere Welt wandelt sich zurzeit rasend intensiv. Der 24. Februar war eine Zäsur. Und ich finde, wir finden, da braucht es eine Regierung, die Orientierung und Haltung gibt und die angemessen auf neue Herausforderungen reagiert. Und es braucht sie tragende Parteien, die der Realität ins Auge schauen, um damit auch unsere Werte zu schützen. Deswegen, bei dem Sondervermögen geht es um die zukünftige Verantwortung Deutschlands in Europa und unserem gemeinsamen Bündnis. Und es wäre der falsche Weg, wenn sich Hessen, wie von den Linken beantragt, damit aus der Verantwortung stiehlt. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Stefan Müller, FDP-Fraktion. Meine sehr geehrter Herr Präsident, selbstverständlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bundeswehr verteidigt die Souveränität und die Integrität der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ihre Kernaufgabe. Und dafür muss sie auch entsprechend ausgestattet sein. Sie ist zur Verteidigung verpflichtet, auch im Bündnisfall. Und wenn Sie, Herr Schalauske, sich hier hinstellen und sagen, dass die Abrüstung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, aufgrund der mangelhaften Ausstattung nicht vorhanden ist und dass sie bestens ausgestattet sei, dann leben Sie offensichtlich in einem anderen Land. Weil wir haben hier, und das ist etwas in einer Krisensituation, was man auch mal loben muss, auch Richtung CDU, wir sind hier in der Verpflichtung, da haben viele Regierungen in den letzten Jahren Fehler gemacht und leider dazu beigetragen, dass unsere Bundeswehr nicht entsprechend ausgestattet ist, um im Verteidigungsfall einsatzfähig zu sein. Und das müssen wir jetzt reparieren. Und dazu braucht es jetzt dieses Sondervermögen, weil wir können das nicht bei den Missständen, die wir zum Teil vorfinden, nicht erst in den nächsten 20 Jahren machen. Wir haben doch gerade erlebt, wie ein russischer Aggressor einen Angriffskrieg geführt. Das haben wir doch gerade erlebt. Wir erleben es noch. Und wir können auch nicht ausschließen, dass das weitergeht. Und wir können auch nicht ausschließen, dass andere autokratische Systeme oder andere Aggressoren das ebenfalls tun. Und dann wollen Sie sich doch auch verteidigen wollen, können. Oder haben Sie andere Informationen aus Russland, aus China, von wo auch immer Aggressionen ausgehen können? Ja, aber wir haben es gerade erlebt, liebe Kolleginnen von der Linken. Wir haben es gerade erlebt und wir erleben es gerade. Und die Ukrainer erleben es ganz bitter im Moment, dass man sich verteidigen können muss. Und wenn wir, und das haben wir bei der Frage der Waffenlieferung gerade erlebt, wenn wir nicht in der Lage sind, dann auch zu helfen, weil wir sagen müssen, wir können leider nicht mehr, weil wir dann schon das, was wir als Minimum für die Bündnisfähigkeit, für die Verteidigungsfähigkeit brauchen, bereitstellen müssen für die NATO-Partner,
dass wir das dann weitergeben müssten und wir deswegen nichts mehr liefern können, dann ist das für das größte Land in Europa kein gutes Bild, das wir darstellen. Und das müssen wir ändern, und dazu brauchen wir dieses Sondervermögen. Ich glaube, die geopolitische Zeitenwende, die dieser Angriffskrieg bedeutet, ist bei den Linken nicht angekommen und offensichtlich auch nicht richtig bei der AfD. Sonst würde sie sich hier nicht so auslassen, wie sie es eben getan hat. Aber da wundert heute und die letzten Tage ja gar nichts mehr. Offensichtlich ist die Nervosität nach Schleswig-Holstein groß. Aber tatsächlich haben wir jetzt die Aufgabe, auf diesen Angriffskrieg zu reagieren und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Und das tun wir. Das tun die demokratischen Parteien gemeinsam. Das tun sie im Bundestag gemeinsam. Und ich habe die Hoffnung, dass das auch hier in den Redebeiträgen im Landtag gemeinsam getragen wird. Das sind wir der Bevölkerung in Deutschland schuldig, in Europa, aber auch den Ukrainerinnen und Ukrainern, um dieses Zeichen zu setzen, dass Aggressoren mit ihrem Angriffskrieg niemals Recht bekommen können. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt der Kollege Stefan Grüge, SPD-Fraktion. Ist alles nass. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mal wieder sprechen wir jetzt über Bundespolitik statt Landespolitik. Eigentlich sollten wir ja im Hessischen Landtag über Landespolitik reden. Wir hatten das aber gestern ja auch schon bei der Energiedebatte, dass gerne über Bundespolitik geredet wird. Also sprechen wir jetzt mal halt eben dann über Bundespolitik. Wenn ich hier höre, dass die Herstellung der Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr, die Wiederherstellung der Fähigkeiten der Bundeswehr, die sie zugesagt hat im Bündnis, die verfassungsmäßig vorgegeben sind im Grundgesetz, dass das Hochrüstung sei, da muss ich sagen, da hat die Partei Die Linke wesentliche Zusammenhänge der Sicherheitspolitik ganz offensichtlich nicht verstanden. Ich empfehle einen Blick in das Weißbuch 2016. Da ist aufgeführt, welche Aufgaben die Bundeswehr hat und wie sie sie zu erfüllen hat. Und infolge des Weißbuchs 2016 wurde von klugen Menschen zusammengerechnet, was das denn kostet, wenn man die Bundeswehr in die Lage versetzt, die Fähigkeiten, die sie braucht, um Landesverteidigung und auch um Bündnisverteidigung sachgerecht darzustellen. Und sie sind auf das Ergebnis 130 Milliarden Euro gekommen, also deutlich mehr als die 100 Milliarden Euro. 130 Milliarden Euro kostet das laut Auskunft entsprechend sachverständiger Menschen, ja, um die Bundeswehr in die Lage zu versetzen, das zu erfüllen, was die Bundesregierung zugesagt hat, auch dem Bündnispartner zugesagt hat. So, und das ist jetzt zunächst einmal einfach das Material zusammengerechnet. Wir haben völlig klar, und da sage ich 16 Jahre Verteidigungsminister und Ministerinnen von CDU, CSU, ja, haben wir da tatsächlich massive Probleme bei der Bundeswehr, auch im Bereich der Beschaffung. Es ist völlig klar, dass das Bein BW ein Teil des Problems ist. Und das Problem wird jetzt angegangen von unserer Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Ja, wie gesagt, wenn ich Mitglied einer Partei wäre, die 16 Jahre lang rumgeschlammt hat, würde ich auch wow, wow, wow sagen. Aber sie macht das jetzt. So, und in der Tat muss man dafür halt einfach verstehen, ja, wie die Situation bei der Bundeswehr tatsächlich ist. Wenn man, wie ich zum Beispiel, jedes Jahr alle Bundeswehrstandorte in Hessen besucht und im Gespräch mit den Soldatinnen und Soldaten ist, dann stellt man auch in Hessen schnell fest, wo es da überall klemmt. Da muss man nur mal nach Fritzlar fahren. Wir haben die aktuelle Diskussion. Wir wollen den Mali-Einsatz verlängern. Es fehlen jetzt aber 4 bis 8 Kampfhubschrauber Tiger. Warum fehlen die? Die fehlen deswegen, weil beim Kauf der Tiger vergessen wurde, genug Ersatzteile mitzukaufen, mit der Industrieverträge zu machen.
dass diese Tiger auch schnell repariert werden, wenn sie kaputt gegangen sind. Und genau die Problematik haben wir natürlich auch im Falle der Bundesverteidigung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel VGTF machen, also das heißt die Speerspitze im Baltikum, da haben wir ein Problem, das Material zusammenzubekommen, das wir brauchen, um dort die baltischen Länder im Zweifelsfalle verteidigen zu können. Und genau darum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Partei Die Linke. Es geht darum, Russland als potenziellen Aggressor, das muss man ja nun offen so sehen, dass wir Russland als potenziellen Aggressor ansehen müssen, das ist die Lehre aus dem Ukraine-Krieg. Russland davon abbringen müssen, davon abhalten müssen, Länder, die der NATO angehören, anzugreifen. Und das ist eine realistische Einschätzung nach dem, was wir in der Ukraine erlebt haben. Das ist eine realistische Bedrohung, das ist eine realistische Bedrohung der Menschen im Baltikum. Und wenn man sagt, das ist uns aber egal, die Bundeswehr soll nicht in der Lage sein, Bündnisverteidigung zu machen, weil sie dafür nicht angemessen ausgestattet ist, dann schmeißt man die Staaten im Baltikum und mögliche andere Staaten, die einer direkten russischen Aggression entgegensehen, die schmeißt man den Russen zum Fraß vor. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist auch nicht links. Das ist auch überhaupt nicht links, wenn man eine Politik betreibt, die dazu führt, dass ein faschistoider Aggressor in der Lage ist, Länder zu unterdrücken, Länder zu überfallen und dort seine Politik und seine Annexionspolitik durchzusetzen. Und deswegen ist es richtig, die Bundeswehr, letzter Satz, deswegen ist es richtig, die Bundeswehr in einen Zustand zu versetzen, in dem auch konventionell möglich ist, sich zu verteidigen im Bündnisfall, im Verteidigungsfall und gerade dadurch zu verhindern, dass es möglicherweise zu einem Atomkrieg kommt. Denn nur wer sich konventionell verteidigen kann, der muss auf die letzten Mittel nicht zugreifen. Und deswegen unterstützen wir natürlich unseren Bundeskanzler und unterstützen unsere Verteidigungsminister auf diesem richtigen Weg. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für die CDU-Fraktion bitte ich nun Herrn Pentz ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zu Anfang persönlich werden. Meine Mutter kommt aus Ex-Jugoslawien, ist damals als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen. Ich war damals, als der Jugoslawienkrieg begonnen hat, 12 Jahre alt. Als Panzer nach Slowenien aus dem serbischen Aggressor nach Slowenien gefahren sind, werde ich nie vergessen die Angst in den Augen meiner Mutter, die Hoffnung, die immerwährende Hoffnung, jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend, dass dieser Krieg schnell zu Ende ist. Wir wissen heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die westliche Welt eingegriffen hat, spät, vielleicht viel zu spät, in Bosnien-Herzegowina, in Kroatien. Und wir wissen heute, dass ohne die Hilfe der westlichen Welt ganze Ethnien, ganze Volksgruppen ausgerottet worden wären. Und Sie schütteln mit dem Kopf, lieber Kollege von den Linken. Sie wollen diese Wahrheit nicht akzeptieren. Und meine Damen und Herren, Hessen soll heute nach dem Bestreben der Linken das Sondervermögen im Bundesrat ablehnen. Warum? Weil die Linken der ideologisch getriebenen Überzeugung sind, alles, was mit der Bundeswehr und Waffen zu tun hat, sei schlecht. Das sagt viel über das staatspolitische Verantwortungsbewusstsein der Linken aus. Und es sagt übrigens auch Ihre Rede viel über das staatspolitische Verständnis der AfD aus, denn ich weiß nicht, ob ich es intellektuell nicht erfassen konnte, aber Sie haben hier ganz viel erzählt und am Ende gesagt, dass Sie dem Sondervermögen im Deutschen Bundestag, dass Sie dieses ablehnen werden. Meine Damen und Herren, Frieden schaffen ohne Waffen, das ist nachvollziehbar. Selbstverständlich wäre das die schönste Lösung. Leider hat diese Vorstellung mit der Realität nichts gemein. Das hat genauso wenig funktioniert wie der real
existierende Sozialismus oder das Ultimatum zum Rauswurf des Parteifreunds Gerd Schröder aus der SPD. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist jedoch, wie begegnen wir Diktatoren und Kriegstreibern? Mit Abrüstung? Mit netten Gesprächen? Vielleicht mit offenen Briefen von Schauspielern, Philosophen und Sängern? Natürlich, meine Damen und Herren, müssen wir Verhandlungen führen. Der Frieden muss stets oberstes Ziel sein. Aber wenn man mit einem Regime wie Putin nicht entschlossen umgeht und diesem entgegentritt, dann öffnet man Tür und Tor, um weiterzumachen. Und wir haben es doch gesehen bei der Annexion der Krim. Wir haben ihm das durchgehen lassen. In diesem Zusammenhang reicht es auch nicht aus, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, einfach nur dagegen zu sein, gegen Waffenlieferung, gegen eine gut ausgestattete und schlagkräftige Bundeswehr. Gerne wird Bertolt Brecht zitiert. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Aber, meine Damen und Herren, Brecht wird regelmäßig unvollständig zitiert. Denn das Zitat lautet, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu euch. Und genau das ist es, meine Damen und Herren, was staatspolitische Verantwortung bedeutet. Bedenke die Konsequenzen. Das blendet die Linke komplett aus. Und ich frage Sie, welche Zeichen senden wir einem Despoten wie Putin mit solch einer Haltung? Dass die demokratische Welt sich Krieg, Vergewaltigung, Mord an der Zivilbevölkerung gefallen lässt, aus Angst vor Eskalation. Ich sage Ihnen, man kann nicht aus Angst vor dem Tod Selbstmord begehen. Und diese Angst ist es, die Putin nutzt und die ihm nützt. Es ist ein Angstgeschäft. Er kommt aus dem KGB, er weiß das ganz genau und wir haben bisweilen darauf genauso reagiert, wie er sich das vorgestellt hat. Meine Damen und Herren, die Redezeit ist kurz. Frau Dahlke hat das Thema Einigkeit im Deutschen Bundestag angesprochen. Ich bin sehr dankbar dafür. Und ich hätte es ja kaum für möglich gehalten vor einem halben Jahr, dass ich vielleicht Annalena Baerbock oder Anton Hofreiter irgendwann mal lobend erwähne. Aber das muss man ja zur Kenntnis nehmen, die Arbeit auch von Frau Kollegin Strack-Zimmermann. Aber meine Damen und Herren der SPD, das will ich an die SPD schon mal sagen. Wer im Deutschen Bundestag, in der Bundestagsfraktion, wie Ihr Fraktionsvorsitzender und Ihre Fraktion, mit der stärksten Opposition umgeht, bei einem 100-Milliarden-Paket, wer so mit uns umgeht, der muss sich nicht wundern, dass wir nicht einfach Stimmvieh für dieses Milliardenpaket sind. Da können Sie sich eine Scheibe bei den Grünen abschneiden. Herr Pentz, kommen Sie zum Schluss, bitte. Frau Präsidentin, ich wollte eigentlich noch zum respektvollen und professionellen Umgang der SPD-Verteidigungsministerin Lambrecht mit der Bundeswehr was sagen. Aber lassen Sie mich zum Schluss kommen. In Europa herrscht Krieg und wir müssen handeln. Wir können uns nicht wegducken. Die Menschen in der Ukraine verteidigen auch unsere Werte. Sie verteidigen auch die Werte der Hessinnen und Hessen. Lassen Sie uns Haltung zeigen. Slava Ukraini. Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin Puttrich das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn Sie Ihre Gespräche zwischendurch beendet haben und dann zuhören können, dann würde ich gerne zu dem Aktuellen Stunde der Linken einiges sagen. Das Erste ist, Herr Schalauske, ich bin schon betroffen darüber, wenn Sie auf der einen Seite den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, verurteilen und so tun, als seien Sie betroffen, ihn aber gleichzeitig akzeptieren. Noch nicht mal stillschweigend.
Sie reden hier davon, dass es einfach ein Angriffskrieg ist. Ich sage ganz klar, es ist ein Vernichtungskrieg, der von Russland gegenüber Ukraine geführt wird. Und Sie leben mit der Zeit von gestern, in einer Zeit, die anders war. Und Sie nutzen heute diese Aktuelle Stunde nicht, um darüber zu reden, ob man dem Sondervermögen in dieser Form denn zustimmen könnte, was die Landesregierung dann letzten Endes beschließen wird, ob das den entsprechenden Ansprüchen gerecht wird. Am 10. Juni wird das im Bundesrat entschieden werden. Sondern es geht Ihnen um die grundsätzliche Aussage, Rüstung, ja oder nein, in den alten Klischees. Wenn Sie die Klischees bedienen wie Aufrüstung, wenn Sie von Ihrer Seite her sagen, es würde in einer massiven Art und Weise aufgerüstet werden, die keine Auswirkungen auf die Ukraine hätte, dann ist das schlicht und einfach eine Fehleinschätzung. Sie verwenden Begriffe wie überteuerte Hochrüstung. Das ist die Zeit von gestern. Übrigens genauso wie bei der AfD. Insofern sind die beiden sich ja am linken und rechten Rand auch sehr nahe. Sie sind sich sehr nahe. Sie sind sich sehr nah, indem Sie versuchen, einen Spaltpilz in die deutsche Gesellschaft hineinzubringen, indem Sie wiederum von Ihrer Seite her sagen, es sei nicht notwendig, dieses Geld auszugeben, um die Sicherheitslage Deutschlands zu gewährleisten. Und das ist doch, was im Moment dringend notwendig ist, die Sicherheitslage Deutschlands zu gewährleisten. Und wer das verkennt, der verkennt in der Tat das, was eben angesprochen wurde. In der jetzigen Lage, die komplett anders ist, als wir uns sie gewünscht hatten. Wir alle haben uns nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gewünscht, dass es anders ginge. Wir alle hatten gewünscht, dass Wandel durch Handel möglich sei. Wir alle hatten uns gewünscht, auch das wurde eben von Herrn Pentz angesprochen, Frieden schaffen ohne Waffen. Aber es hat sich wiederum gezeigt, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und aus diesem Grund heraus ist es dringend notwendig, dass innerhalb der NATO und auch innerhalb der EU Deutschland seine Aufgaben erfüllt und seine eigene Verteidigungsfähigkeit sicherstellt. Und selbstverständlich hat das eine unmittelbare Auswirkung auf die Ukraine. Wenn nämlich Russland sieht, dass Deutschland glaubt, man könne sich so vorbeimogeln, könnte die anderen das tun lassen, dann versündigt man sich an den Menschen in der Ukraine. Und sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir uns anschauen, was diesbezüglich notwendig und was richtig ist, oder wenn Sie sich unsere europäischen Nachbarn anschauen, wie wollen Sie denn, Herr Schalauske, zum Beispiel den Polen sagen, dass wir an Ihrer Seite stehen? Wie wollen Sie denen denn sagen, bei dem Zustand, wie der ja beschrieben wurde, bei der Notwendigkeit der Investitionen in die Bundeswehr, wie wollen Sie denn den Polen sagen und glaubhaft machen, dass wir an ihrer Seite stehen? Wie wollen Sie denn den Balten in Estland, in Lettland, in Litauen die Sicherheit geben, dass wir an ihrer Seite stehen? Und dass, wenn Russland dort angreifen würde, und leider ist heutzutage nichts auszuschließen, auch die Deutschen innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der NATO die Aufgaben erfüllen, die sie zu erfüllen haben, nämlich die Verteidigungsfähigkeit zu erhalten. Nämlich die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Und in diesem Sinne ist das, was Sie von Ihrer Seite machen, Herr Schalauske, einfach von gestern. Und deshalb kann ich nur sagen, was Sie hier vortragen, ist heuchlerisch. Man kann nicht einerseits die Opfer in der Ukraine beklagen und kann den Krieg, den Russland gegenüber der Ukraine führt, den verurteilen und gleichzeitig die eigene Verteidigungsfähigkeit in Deutschland nicht sicherstellen. Und vielleicht eine kleine Spitze dann dennoch noch zur SPD. Wissen Sie, ich würde mal an einer Stelle sagen, es gab viele unterschiedliche Konstellationen, es gab unterschiedliche Koalitionen in der Vergangenheit. Und wir alle miteinander haben geglaubt, dass wir in einer anderen Zeit leben könnten, als es unser Traum gewesen ist. In einer Zeit, in der man abrüsten kann, in einer Zeit, in der wir in Frieden leben, in einer Zeit, in der man verhandelt. Und wenn wir einen gesellschaftlichen, einen politischen Konsens brauchen,
dann ist das das Lösen der Aufgaben, die sich heute stellen, und zu gewährleisten, dass wir in Frieden und Freiheit und Demokratie leben können. Und wenn wir dort in der Ukraine oder dort wegschauen, wenn wir uns eine Situation schönreden und wenn wir nicht klar die Bedrohung von Russland erkennen und auch benennen, dann versündigen wir uns an der Generation heute, aber auch an der Generation nach uns. Ich bin in vielen Schulen unterwegs. Und die einzige Frage, die junge Leute heute stellen, ist, können wir davon ausgehen, dass wir zukünftig im Frieden leben können? Und das ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das zu gewährleisten. Besten Dank. Herr Dr. Grobe, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Pentz hat gerade einen ukrainischen Ausdruck gewählt. Der heißt Ruhm der Ukraine hoch, lebe die Ukraine. Das ist ein Spruch, der in den 30er Jahren von den Nationalisten um Bandera genutzt wurde. Und in den 40er Jahren, und ich bitte das, bitte um einen Protokollauszug und das im nächsten Ältestenrat zu besprechen. Danke. Ja, das ist nicht Kindergarten. Das ist genau das, was Sie machen. Bandera war ein Nazi. Ja. Wir fertigen einen Protokollauszug und besprechen das im Ältestenrat. Und meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde ist damit abgehalten.